Wir kommen gerade ganz frisch von der Bravo Signature Night 2023 und es war ein absoluter Kracher. Wir haben ganz viele neue Weltpremieren präsentiert, darunter auch ein Auto, was ich persönlich sensationell finde und was wir noch nie in einer Bravos-Version, noch nie als Bravos Masterpiece gezeigt haben. Die Rede ist natürlich vom Bravo 600 auf Basis Range Rover. Warum, wieso, weshalb wir das gemacht haben, wie das Auto aussieht und warum es einer meiner Favoriten ist, darüber sprechen wir heute. Und natürlich mache ich das wie immer im Tech Talk nicht alleine, sondern gemeinsam mit Jörn. Hallo Jörn. Hallo Konstantin. Neues Auto. Für uns eine neue Marke. Mega Auto. Faszinierendes Highlight der Bravo Signature Night 2023. Eine meiner, man muss ja schon fast sagen, Lieblingsweltpremieren von den, ich glaube, 27 Autos, die wir dabei hatten. Jetzt gibt es aber erstmal ein paar Bilder. Hier ist er, Bravo 600 auf Basis Range Rover. Wie oft in letzter Zeit sind wir natürlich hier an das Auto auch wirklich konsequent rangegangen und haben uns gut überlegt, wie wir es interpretieren wollen und warum wir es auch genauso darstellen. Und wenn wir uns das an der Front mal anschauen, bedeutete das für uns, dass wir sehr konsequente und auch sehr große Bauteile gemacht haben, die die Front natürlich im typischen Brabus-Design verändern. Und dafür mussten wir hier an der Front, am Heck und natürlich auch im Interieur wirklich in die Vollen. Und deshalb sieht es jetzt auch so aus, wie es aussieht. Jörn, was ist vorne passiert? Die ganze Frontschürze ist passiert, so will ich sagen. Also wir tauschen bei dem Fahrzeug wirklich die komplette Frontschürze aus. Es ist ein komplett neues Bauteil. By the way, das Werkzeug ist so groß, da können wir beide nicht drüber hinwegschauen. Also das muss man ja auch immer sagen. Also so ein Bauteil ist ja ein wirklich riesen Aluminiumklotz, aus dem sowas dann produziert wird. Das ist aber auch ein Thema, was immer wieder gefordert wird. Auch nur natürlich klar erkennbare Designs, klar erkennbare Designsprache von uns. Genau. Die Herausforderung war ja, dieses Auto hat in sich ja eine sehr klare, sehr reduzierte Designsprache. Trotzdem wollen wir die typischen Brabus-Designmerkmale, wie zum Beispiel jetzt hier diesen Bereich für die Lufteinlässe, das Thema Lichtband hier, die Kohlefaser-Applikation, mit einbringen. Ohne dass es hinterher aussieht wie? Drangeklebt. Drangeklebt, zusammengewürfelt, mit anderen Worten wie ein Kirmesauto. Genau. Und somit hatten wir hier wirklich, ich glaube, eine Gradlinigkeit beibehalten, aber durchaus nochmal eine Akzentuierung schaffen, die mehr in Sachen Sportlichkeit geht, als das Serienfahrzeug das tut. Es ist ein Auto, was ganz, ganz viele Menschen kennen, was auch ganz, ganz viele Menschen schätzen. Und unser Design muss in dem Fall das Basisfahrzeug ergänzen und zwar so, dass es das ursprüngliche Designkonzept gedanklich mit einbezieht und dann darauf aufbaut. Genau. Kleiner Hinweis von mir zum Thema Umsetzung. Wie haben wir diese Frontschürze gemacht? Das ist ein sehr großes, massives Aluminiumwerkzeug. Da können wir beide nicht drüber hinwegschauen. Also es ist wirklich groß. Riecht ein bisschen was dann wahrscheinlich, ne? Das ist also schon mannshoch, wie man so klassischerweise sagt. Das Werkzeug ist übrigens auch jetzt noch in den letzten Zügen. Aber das ist ein riesen Werkzeug und eins der größten, was wir bisher gemacht haben. Zusätzlich gibt es Kohlefaser. Ja. Und zwar sehr, sehr schöne Teile. Die Spange über dem Lufteinlass, links und rechts und natürlich auch die zentralen Elemente oben und unten. Schöne Kombination. Ja, weil es wieder mit diesem Kontrast auch spiegelt. Spannend dürfte das zum Beispiel auch sein, wenn du ein helles Auto hast. Zum Beispiel ein weißes Auto mit dem Carbon könnte auch sehr spannend aussehen. Absolut, wird dann wieder ganz anders aussehen. Genau, aber das ist ein zusätzliches Paket, was wir als Option dann nochmal ankommen. Wenn ein Kunde das sagt, haben möchte, ich möchte es ganz uni haben, auch kein Problem, die Option hat er auch. Klar, kann man ja lackieren. Ja, genau. Lass uns mal kurz über das Thema Herausforderungen beim Design sprechen. Du hast natürlich in deinem Team viele Designer und Konstrukteure, die sich immer wieder traditionell, also seit inzwischen fast 50 Jahren, mit dem Thema Automobildesign besprechen. Und immer wenn dann so ein neues Auto um die Ecke kommt, wie jetzt der Range, musst du dich ja auch mit dem Basisprodukt auseinandersetzen. Es wäre also sicherlich fehl am Platz gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen die gleichen Designs, wie wir sie beispielsweise an einer C-Klasse von Mercedes-Benz machen oder auch an einer S-Klasse von Mercedes-Benz machen. Oder G-Modell, White Star Frontschürze ist ja, hat parallel. Ist natürlich als lernen wir von Modell zu Modell und die Herausforderung ist ja auch genau das, was so ein Team teilweise braucht. Und trotzdem musst dich schon auf so ein Auto einlassen und ein bisschen einstimmen. Du hast es vorhin richtigerweise gesagt, du musst das Basisdesign akzeptieren und respektieren. Weil das ist ganz wichtig, weil am Ende ist es ja immer noch ein Range Rover, natürlich Brabus-sized und mit den typischen Brabus-Designmerkmalen, aber in der Basis, ich halte es für falsch, den Range Rover da komplett versuchen wegzuschminken. Zumal wir jetzt aber, was den Anspruch an die Komponenten angeht, natürlich keinen anderen Maßstab anlegen, als das jeder OEM tun würde. Also die Teile, die wir an Fahrzeugen verbauen, müssen den gleichen Qualitätsstandard erfüllen, wie sie das bei großen Herstellern, in dem Fall jetzt Range Rover oder Mercedes-Benz oder eben auch erfüllen müssen. Genau, wir legen eigentlich nichts anderes, wie du sagst, den hohen OEM-Maßstab an.
Der ist ja heute hoch, gerade in der ganzen europäischen und deutschen Automobilindustrie. Das hat ja seine Gründe und auch seine Berechtigung. Das heißt Befestigungskonzept, Maß- und Toleranzkonzept, Karosseriespalte, Bauteilgenauigkeit, Maßhaltigkeit der Bauteile muss gewährleistet sein. Auf der anderen Seite natürlich aber auch alle gesetzlichen Richtlinien. Zum Beispiel gerade bei so einer Frontschürze das Thema Fußgängerschutz. Absolut. Ja, wir haben in der Europäischen Gemeinschaft, vor allem da, aber auch mittlerweile in anderen Regionen dieser Welt, Vorschriften, die sagen, wenn es zu der unglücklichen Situation eines Zusammenstoß zwischen einem Passanten und einem Fahrzeug kommt, muss der maximal geschützt sein. Das heißt, die Fahrzeugfront muss entsprechend Energien aufnehmen können, dass man eben nicht denjenigen verletzt oder idealerweise gar nicht verletzt. Das Gesetz macht keinen Unterschied zwischen einem normalen Range Rover, in dem Fall 530, oder dem Brabus Masterpiece. Genau. Das heißt, wir müssen hier auch entsprechende Prüfungen machen. Da werden sogenannte Beinkörper, Simulationskörper auf das Fahrzeug geschossen und da eben geschaut zum Beispiel, wie ist die Auslenkung des Knies zum Beispiel. Mhm. Das darf einen bestimmten Winkel nicht übersteigen, weil man sonst eben sagt, würde es im Knie zu erheblichen Verletzungen kommen. Das ist auch der Grund, warum natürlich das Design des Teils, ein großer Teil, der ganzen Entwicklung ist, warum wir aber immer mehr auch mit den Themen zu tun haben, die wie genau das Thema Fußgängerschutz, wie genau das Thema Bauteilfestigkeit, wie genau das Thema Thermodynamik, also Temperaturen und so weiter, die alle im Hintergrund ablaufen. Also es gehört viel, viel mehr dazu, als in Anführungszeichen nur ein schönes Bauteil zu designen. Genauso zum Beispiel das Thema Montierbarkeit, Passgenauigkeit, Spaltmaße, alle diese Themen spielen im Hintergrund eine riesige Rolle und beschäftigen euch fast mehr als der Look, als das Design des Teils. Nee, genau. Wie du sagst, es gibt das Thema des Designprozesses, dann gibt es ein paar Themen, wie auch zum Beispiel EG-Außenkanten, dass du bestimmte Radien einhalten musst, das musst du machen. Aber hier auch eine riesen Herausforderung ist, es gibt bei diesem Auto weltweit 16 verschiedene Kühlmodule für Dieselmotorisierung, Plug-in-Hybride, V8. Und noch verschiedene andere Sondervarianten. Das heißt, wir brauchen für die Frontschürze dahinter 16 verschiedene Varianten, zum Beispiel für das Thema Kühlluftkanäle. Und das ist natürlich was, was fast niemand sieht, der jetzt in den Laden läuft und sagt, gefällt mir, kaufe ich, möchte ich gerne haben. Ihr müsst aber dafür Sorge tragen, dass das eben überall auf der Welt in der richtigen Anwendung dann auch so ist, dass der Kunde damit fährt und nicht irgendwelche Probleme bekommt. Genau. So, Front, wir machen weiter an der Seite. Was ist das Wesentliche an der Seite des Autos, was auch immer den größten Unterschied macht, je nachdem, wie du die Spezifikation hast, das Rad. Jetzt haben wir natürlich hier ein Design, was wir vor kurzem gezeigt haben, beim GLS. Unser aktuellstes Design. Genau, Monoblock ZV. Ein schönes Rad, was sich eingliedert zwischen der Monoblock M, also dem flächigeren Rad oder dem flächigsten Rad, was wir im Moment haben, und der Mono Z. Also eigentlich dem, was so klassisch aus der Richtung Mono 6, Mono S, jetzt Mono Z als, ich sag mal, ein halboffenes Rad daherkommt, wo man den Bremssattel durchaus noch ein bisschen sehen kann. Schönes Rad, eher ein luxuriöses Rad und hier auch in einer Anwendung, die ja schon das Auto ziemlich satt darstellen lässt. Genau, 24 Zoll, also das Größte, was wir jetzt auch anbieten und sinnvollerweise auch auf so ein Fahrzeug zu verbauen ist. Ich finde das ZV-Design hier sehr stimmig, weil es, ich sag mal, auch ein sehr robustes Design ist, zu so einem großen SUV gut stimmt. Wir haben aber in 24 Zoll auch die Brabus Monoblock M verfügbar. Und auch die Monoblock Z, das heißt also für jeden Geschmack Vollflächenrad, Vielspeichenrad und das sehr offene, sehr sportliche Monoblock Z-Design, was ja mittlerweile wirklich ein Brabus-Klassiker ist, eine breite Wanne an Raddesigns in 24 Zoll verfügbar. Ist auch immer wieder eine Diskussion, die wir sehr detailliert führen, weil wir natürlich keine Marke sind, bei der du 20 verschiedene Raddesigns bekommst. 25 verschiedene, 50 verschiedene Raddesigns bekommst. Es gibt viele Anbieter, die im Prinzip jedes Design produzieren, was der Kunde haben möchte. Das ist bei uns noch nie so gewesen. Das hat natürlich auch seinen Grund. Denn es gibt eine Brabus Designsprache und in der wollen wir uns konsequent so weiterentwickeln, dass du A, einen historischen Bezug hast. Also beispielsweise die Designachse Monoblock 6, Monoblock S, jetzt Monoblock Z. Eine klare Evolution dessen, was wir als bestes Raddesign empfinden. Mhm. Und dann, so wie wir es jetzt gerade erläutert haben, gibt es natürlich thematische Abweichungen, wo du sagst, okay, ich habe ein sehr sportliches Rad, was ein eher offenes Design hat. Dann habe ich ein flächiges Rad. In dem Fall, weil wir gesehen haben, dass wir oder geglaubt haben, es ist ja auch so eingetreten, dass flächige Raddesigns wiederkommen und es einen Trend in die Richtung gibt. Und dann hat man natürlich die Lücke und haben gesagt, okay, wie können wir denn das Mono Z
Hier können wir die Mono Z jetzt nehmen und können uns zu einem vielspeichen Raddesign hinarbeiten. Daraus ist die Mono ZV geworden. Das ist ein systematischer Designansatz, den muss man nicht wählen. Wir wählen den seit 45 Jahren immer wieder so. Und ich finde, es hat den Vorteil, dass unsere Designs wiedererkennbarer werden, dass sie eine klare Markensprache sprechen. Und ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan davon, zu viele Designs am Markt zu haben. Du darfst nicht da beliebig werden. Weil du am Ende jeden, sowohl das Unternehmen als auch den Kunden verwirrst und keiner mehr das Raddesign klar erkennen kannst. Absolut. Und wie gesagt, der Kunde hat die Wahl. Er kann das Auto auch nochmal für sich selber definieren, weil jeder hat so eine bestimmte Vorliebe dazu. Und er hat, wie gesagt, ein breites Fenster. Erwähnen will ich noch, wir haben auch die Option 23 Zoll. Das heißt zum Beispiel für das Thema Winterrad, ja, was natürlich in 23 Zoll auch wirklich solider Auftritt ist. Absolut. Aber auch bestimmte Länder fahren ja auch gerne mal ein bisschen mehr Querschnitt, höheren Reifen, weil die Straßen eben so sind, wie sie sind in den Ländern. Deshalb haben wir auch die Option noch gemacht. 23, 24 Zoll, umfangreiches Programm mit verschiedensten Designs. Aber auch eine spannende Diskussion, die haben wir beim GLS, GLE auch geführt. Die Räder werden größer. 24 Zoll ist keine so ungewöhnliche Größe mehr. Hättest du, wenn du noch vor 5, 6, 7 Jahren mit jemandem gesprochen hättest, da war 22 Zoll noch ein riesengroßes Rad. Heute ist das mehr oder weniger Standard. Ja, das liegt natürlich aber auch darum, dass der Gesamtraddurchmesser in der Automobilindustrie, gerade bei den großen Fahrzeugen, ja immer weiter wächst. Mhm. Na, also früher war es ja so, du hättest ja dann 24 Zoll irgendwie mit einem 25er Querschnitt fahren müssen, was ja dann wieder diese ungewöhnlichen Designs, die wir früher aus den USA kennen, wo ja eigentlich nur noch so eine Gummibeschichtung sozusagen, ja, genau, auf der Felge war. Jetzt werden die Durchmesser werden größer. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Fahrzeuge größer werden, die Fahrzeuge natürlich aber auch schwerer werden. Gerade das Thema Elektrifizierung treibt einfach auch die Gewichtsspirale weiter nach oben. Ja, und zwar deutlich. Deutlich. Und deshalb braucht man Reifen, man braucht Durchmesser und natürlich auch die Hersteller gehen mittlerweile verstärkt auf die großen Durchmesser, um natürlich auch attraktive SAs zu haben. Ja. Deshalb ist für uns immer die Aufgabe, wenn die Serie 22 bietet oder vielleicht sogar 23, müssen wir ja 24 Zoll oder gegebenenfalls auch zukünftig größer gehen. Spannende Diskussion. Ein tolles Detail, finde ich, was man hier auch zum ersten Mal sieht, aber dazu kommen wir gleich noch, ist der farbige Bremssattel, der, ja, natürlich das Interieur aufgreift, aber soweit sind wir noch nicht. Ab geht's zum Heck. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Klarheit. Ich finde, am Heck ist das am beeindruckendsten zu sehen. Das ist natürlich ein Auto, was insbesondere von seiner ganz, ganz, ganz klaren Linienführung lebt. Es erweckt fast den Eindruck, als wenn es hinten komplett plan wäre. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du das Auto jetzt als Brabus Masterpiece interpretieren möchtest. Wir haben angesetzt einmal oben und einmal ganz unten. Genau. Aber wie du so richtig sagst, selbst das Thema Rückleuchten, Blinker, Signalanlagen, ist ja bei dem Auto optisch faktisch maximal weg integriert. Ja. Also deshalb auch diese wirklich klare, reduzierte Designsprache, die wir ja, ich sag mal, bei dem Heckspoiler, den wir bauen, natürlich schon mal ein bisschen auflösen, deutlich sportlicher werden. Wir hatten aber auch zum Beispiel ja mal lange die Diskussion, machen wir wirklich auch einen kleinen Flügel? Und den, ja, haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil ich glaube, das wäre wiederum zu viel gewesen. Was wiederum eine Diskussion ist, die wir in sehr ausführlicher Form im Rocket Air geführt haben, zum Beispiel, wo wir uns genau dagegen entschieden haben, in eine Richtung zu gehen, wie zum Beispiel im 911 GT3 RS das ja tut, der eine sehr, sehr große, also im Prinzip von seinem Renncharakter lebt oder sehr in die Richtung, ja, 100% Racing, Motorsport. 100% Motorsport interpretiert ist und natürlich eine richtige Theke, mhm, hinten rauf hat. Und wir bei der Entwicklung des Rocket Air gesagt haben, typisch Brabus ist das eigentlich nicht, weil wir keine Assoziation zum Rennsport haben und ganz klar Autos für die Straße bauen. Und da haben wir es gelöst, indem wir uns an den 2.7er Carrera von 1974 angelehnt haben und genau im Prinzip eine historisch vorhandene Form, aber integriert wieder aufgenommen haben, um natürlich hinten raus auch entsprechende Downforce zu erzeugen, aber eben nicht mit einem Spoiler gearbeitet haben. Das gleiche Thema kommt jetzt hier auch wieder. Und es ist am Ende wieder die Frage, was ist typisch Brabus und was ist nicht typisch Brabus? Nein, wir haben ja einen so... Da typisch Brabus ist zum Beispiel die Gestaltung mit dem geänderten Kantenverlauf, der Zweiteiligkeit des Teils, was wir zum Beispiel ja auch so für ein GLS und GLE anbieten, aber eben ansonsten doch ein sehr kleines, flaches Bauteil ohne wirklich Flügelprofil, ein reiner Spoiler. Was wichtig ist, auch wieder hochwertiges Prepack-Kohlefaser mit entsprechend wirklich viel Klarlack, entsprechende Tiefe und Hochwertigkeit. Das ist natürlich ein Thema, was sich in vielen unserer Designs wiederfindet. Auch deshalb, weil wir uns vor, ich weiß gar nicht, wie lange,
inzwischen fast 10 Jahren entschieden haben, unsere eigene Kohlefaserfertigung aufzubauen. Ja. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Wie lange ist das her? Ich weiß es auch nicht, aber 10 Jahre sind es, glaube ich, nicht ganz, aber ich mal so zwischen 5. Ich sag mal eigentlich ein knappes, größer 5 auf jeden Fall. Ein knappes, ja. Knappes Jahrzehnt, würde ich mich trauen zu sagen. Jetzt unsere eigene Kohlefaserteile bauen und natürlich viel Erfahrung gesammelt haben in der Frage, wie solche Teile gemacht werden, wie solche Teile aussehen müssen, welche Fertigungsverfahren wir zur Auswahl haben. Für dich sind das Basics, für viele unserer Zuschauer vielleicht nicht. Riesiger Unterschied zwischen Teilen für außen und für innen. Kohlefaser für außen hat nicht zwingend was mit Kohlefaser für innen zu tun. Kohlefaser, die man sieht und die gut aussieht und einen Effekt hat, hat nicht zwingend was zu tun mit Strukturbauteilen, wie zum Beispiel Monocoques im Motorsport. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Kohlefaserteilen. Und bei uns geht es natürlich bei den Brabus Masterpieces, bei dem, was wir besprechen, in erster Linie darum, dass wir über Kohlefaserteile sprechen, die man auch sieht, die also gut aussehen müssen, die einen tollen Faserverlauf haben, die hier eine tolle Beschichtung, wie hier jetzt am Heck zu sehen, eine tolle Beschichtung mit Klarlack haben. Ist aber nicht immer der Fall. Stichwort Heck 6x6, komplett anderes Szenario, hast du sichtbare Teile und nicht sichtbare Teile. Ja. Das Pickup-Bett hinten, XLP oder auch 6x6 ist eben auch komplett Kohlefaser. Aber eben voll durchlackiert, nicht Sichtkohlefaser. Eine Besonderheit, die wir ja zum Beispiel bei allen Brabus Carbonbauteilen haben, die Sichtkohlefaser sind, ist ja das typische Fischgräten verlegen. Ja. Das heißt, wir haben bei allen Bauteilen, und hier sieht man es auch gerade gut, gerade von oben dann auch, dass die Teile in der Mitte getrennt sind und der Faserverlauf sich wirklich in einem 45-Grad-Winkel in der Mitte trifft. Das ist hier bei den kleinen Flächen an so einem Heckflügel noch einfach. Aber wenn du zum Beispiel so einen Haubenaufsatz hast für ein G oder andere großflächige Bauteile, die wir ja haben, dann musst du diesen Faserverlauf, die Mittigkeit und die Sauberkeit, wo sich die beiden Matten treffen mit dem 45-Grad-Winkel, natürlich über viele, viele Zentimeter sicherstellen. Und das dann sehr herausfordernd. Weil es häufig immer erst sichtbar wird, wenn du die Kohlefaserteile aus dem Werkzeug nimmst, also wenn du mit der Bearbeitung eigentlich und dem Legen der Kohlefaser eigentlich schon durch bist. Ja, weil die Wertschöpfung ist eigentlich schon passiert und in dem Moment stellst du fest, ja, war fast gut. Leider 1 Zentimeter, ja, nicht genau. So gut. Ja. Was ist unten passiert? Unten, ja, auch. Viel typisches Brabus-Design. Mit den 4 runden Auspuffrohren, Endrohren. Genau. Thema, was immer wieder aufkommt. Ne? Also man muss ja fast sagen, egal wie wir es machen, es gibt immer die 2 Fraktionen. Es gibt immer die eine Fraktion, die sagt, typisch Brabus, finde ich gut. Und es gibt immer die andere Fraktion, die sagt, mach doch bitte größer. Ja, oder mach mal eine andere Form. Jetzt haben wir natürlich nicht nur die runden Auspuffdesigns oder Rohrdesigns in den letzten Jahren, sondern haben auch viele andere Themen gemacht. Zum Beispiel die Brille bei den ersten 63ern. Sehr populäres Design. Immer wieder jetzt beispielsweise auch beim 820 für den 911 oder beim Rocket Air aus Inconel. Wirklich eine aufwendige Metall-3D-Druck-Variante gemacht. Also es gibt natürlich verschiedene Auspuffrohr-Design-Varianten. Unsere Varianten zum Beispiel auch. Wenn Sie Auspuffrohr-Design-Varianten bitte sehen. Zum Beispiel auch die Blende, die wir haben, spezifisch für die verschiedenen Maybach-Modelle. Ja. Na, also wir variieren das Thema schon, haben aber nach wie vor, wo wir sagen, was identifiziert im Design und in der Designsprache am deutlichsten Brabus-Modell, dann sind wir immer wieder bei den 4 Endrohren, die auch funktional sind, also wie bei dem Auto. Also hier kommt auch wirklich Abgas raus. Das sind keine Designblenden ohne Funktion. Und natürlich hochwertigstes Material, weil das eigentliche Rohr ist aus Titan und die Endrohrblende drumherum aus Kohlefaser. Ist eine Riesenherausforderung, weil so ein Auspuff wird warm. Genau, auch gerade hier, weil er eben Funktion hat. Also wie gesagt, hier strömen ja auch dann 600 PS durch mit der entsprechenden Abwärme. Und das ist dann die Herausforderung. Deshalb hier auch sehr aufwendig mit Spaltisolierung gearbeitet. Das Verbindungsprinzip, was man jetzt hier nicht sieht, was weiter innen ist, zwischen den Titanentrohren und den Kohlefaserbauteilen ist auch aufwendig. Da brauchst du auch Isolierungsmaßnahmen dazwischen. Aber ich sag mal, hochwertiges Material mit typischem Brabus-Design, die Schriftzüge an der Seite, das Doppel-B oben im Kohlefaser mit eingebracht und das kombiniert mit der kompletten Heckschürze. Ich denke, ein runder Auftritt, vor allem auch schön passend, weil wir ja nochmal von einem englischen Fahrzeug sprechen, Parallele zum Rolls-Royce. Schafft insgesamt, finde ich, einen Gesamteindruck, der ein sehr, sehr typisches Brabus-Design ist, trotzdem das Basisdesign aufnimmt. Aber auch das Auto gewinnt dadurch auch nicht an Unruhe. Also es bleibt ruhig, es bleibt stimmig und es sieht, finde ich, sehr, sehr gut aus. Genau. Es nimmt ein bisschen die reine Reduziertheit des Serienautos weg, weil beim Serienauto sieht man ja gar keinen Auspuff. Aber das halt trotzdem. Also wir wollen ja sportlicher sein. Wir wollen ein bisschen mehr Akzente setzen und ich glaube, das haben wir einen guten Kompromiss hier gemacht. So, was jetzt noch fehlt, sieht man ja hier hinten auch.
an den Brabus-Buchstaben auf dem Heck, denn wie immer bei einem Brabus Masterpiece sind die aus Kohlefaser und haben die Umrandung. Wie schon von den letzten Modellen bekannt, alles was eine Umrandung farbig hat hinten, ist ein Brabus Masterpiece und wahrscheinlich ein sehr besonderes Auto. Nämlich ein Auto, was alles hat, deshalb auch die Bezeichnung Masterpiece. Hier jetzt in hellgrün, intern auch bekannt als Pistazie. Und was das für den Innenraum bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal an. Interieur in hellgrün. Nicht nur ein wirklich super schönes Auto, was natürlich auffällt ohne Ende, also tolles Interieur, was auch auf dich zukommt und wo du von außen schon siehst, da ist richtig was passiert. Es ist aber auch im Kontext der Signature Light 23, also der diesjährigen Brabus-Kollektion 2023, eines von zwei Autos, die eine bisschen andere Konnotation setzen als klassische Brabus-gebrandete Brabus-Masterpiece-Interieurs. Und zwar wegen der Farbe. Absolut. Was ich immer an dieser Art der Farbgestaltung und dem hohen Kontrast mag, ist eben, dass wir sehr einfach sofort visualisieren, hier ist was sehr Spezielles im Innenraum umgesetzt worden. Ja, also ich sag mal, wenn wir das Gleiche in einem Schwarz als Superblack gemacht hätten, ja, würde das natürlich jetzt, wo wir hier drin sitzen, nichts an der Exklusivität und der Luxuriosität. Ja, was die Materialien angeht, natürlich überhaupt nicht. Genau, also Touch and Feel wäre alle das Gleiche, auch riechen übrigens. Ne? Mhm. Also riecht hier fantastisch nach Leder in dem Fahrzeug. Sondern so ist es auf jedem Bild. Von außen, du brauchst 200 Meter Entfernung, siehst du, hier ist ein sehr spezielles Interieur drin. Und das transportiert natürlich das viel einfacher, als wenn wir zum Beispiel Masterpiece Superblack haben. Wo man schon erstmal reinsetzen muss, um das richtig zu verstehen und zu erfahren. Ne? Im Kontrast zu vielen Farben, die natürlich in der Vergangenheit auch sehr populär bei uns gewesen sind, zum Beispiel Orange. GLS viele Autos gebaut damit. Haben wir ein Brabus Masterpiece gebaut mit Knallorangen im Interieur. Das ist eine sehr, sehr populäre Farbe, die immer wieder nachgefragt wird. Ist das jetzt hier als bewusst blassere Innenausstattung ausgelegt? Das mag jetzt nicht so rüberkommen. Es ist immer noch sehr, sehr hellgrün. Shiny, ja. Es ist immer noch sehr hellgrün, es fällt auf. Aber es ist in zwei Punkten, es ist unterschiedlich zu Themen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Erstens ist es ein blasserer Farbton, den wir ganz bewusst gewählt haben, um es im Alltag noch fahrbarer zu machen, noch angenehmer für den Fahrer zu machen oder auch als Passagier hinten. Es ist ein heller Innenraum. Es ist aber nicht so schreiend, dass du vielleicht nach ein paar Wochen dann auch sagst, jetzt ist es mir ein bisschen zu viel. Sondern du kannst mit diesem Auto, genau wie bei dem türkisblauen Maybach, mit dem kannst du unterwegs sein und kannst nach vielen, vielen Wochen und Monaten immer noch das Interieur genießen. Es geht dir nicht auf den Keks. Das Zweite ist, dass wir hier fast ausschließlich in einer Farbe arbeiten. Wohingegen wir natürlich in vielen Interieurs in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren immer detaillierter geworden sind. Irgendwann im Konfigurator gesprochen haben über die zweite Farbe, dann über die dritte Farbe, dann über die teilweise vierte und fünfte Farbe. Bevor das jetzt so rüberkommt, als wenn es völlig verrückte Designs wären, das sind sie nicht. Also keinem Kunden würden wir heute nahelegen, bei einem AMG GT63S, bei einem Maybach, bei einer G-Klasse, nicht über eine dritte Farbe nachzudenken. Das lässt sich auch ganz gut erklären, wenn man sich beispielsweise anschaut, dass wir ein schwarzes Auto von außen haben. Hast du ein graues Auto, war das, was wir vorgestellt hatten, graues Auto, also grau-schwarz von außen. Dann hast du graues Leder, dunkelgraues Leder. Du hast schwarze Elemente in dem Auto, alleine schon durch alles, was Lüftungsgitter sind, schwarze Elemente im Auto gibt es an allen möglichen Stellen, aber auch schwarze Lederbestandteile. Du hast den Himmel, zum Beispiel in Alcantara, auch nochmal in dunkel. Da hast du rote Lasurteile, sind wir schon bei der dritten Farbe. Und wenn du jetzt noch nur irgendeinen anderen Grau- oder Grau-Dunkelgrauton mit hinzufügst, um zum Beispiel Biesen, Keder oder Ähnliches zu machen, dann bist du schon bei 4 Farben. Das geht ganz schnell. Und hier ist es aber gar nicht. Hier sind wir genau den Gegenteil. Genau, haben wir ganz minimale schwarze Kontraste, wie zum Beispiel die Biese, die wir aber einfach nur reingenommen haben, weil wir natürlich, ich sag mal, mit dem Piano-Wood für die Zierteile immer auch einen gewissen schwarzen Anteil haben. Auch die Displays vorne sind ja, wenn sie nicht an sind, schwarz oder selbst wenn sie an sind, eher eben schwarz in der Grundfarbe. Deshalb tat das ganz gut, dass wir hier so ein paar kleine schwarze Kontraste haben. Heißt aber, du hast in diesem Auto am Ende eigentlich nur 3 Farben. Du hast das Chrom, ja, du hast das Schwarz und wir haben den hellgrünen Ton des Leders und des Himmels. Und das macht das Auto insgesamt zu einem Raum, in dem wir jetzt ja hinten, wir haben uns, ihr seht das, auch mal nach hinten gesetzt.
mega. In dem, mit dem langen Radstand wirklich ein fantastisch gut aushalten lässt. Ja, also da kannst du, also sag mal, auch als Fahrzeug, wo man gefahren wird, kann ich mir das super vorstellen, weil du hast hier ein Raumgefühl drin. Es ist super exklusiv. Du hast das große Panoramadach, das es alles großzügig macht. Die ganze Materialität. Ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von dem Thema Dachhimmel in Leder. Absolut. Mal nicht in Alcantara, sondern sehr wertig. Wunderschön. Und auch da wieder sehr ruhig im Übergang. Wir haben vorhin lange diskutiert über die Frage, wie nimmst du das Design eines Fahrzeugs wie dem Range Rover auf, der von außen schon sehr, sehr stimmig und in sich ruhig wirkt, indem du eben gerade nicht hier zum Beispiel nochmal unterbrichst und dann, das wäre bei dem Auto komplett falsch gewesen, jetzt beispielsweise den Dachhimmel, also an den oberen Säulenenden absetzt und dann in Schwarz machst. Würden wir hier in einem vollständig anderen Fahrzeug sitzen, der von oben wahrscheinlich dunkel wird, ein bisschen drücken würde. Genau. Hier ist trotzdem sehr hell, sehr, sehr klar in der Sprache und in der Materialität und einfach dadurch, ich sag mal, maximal hochwertig. Was ich zum Beispiel auch finde, was eine wahnsinnige Hochwertigkeit reinbringt, ist natürlich so ein Brabus-Klassiker schon, der Muschelrautensteppung. Es ist immer mehr, habe ich das Gefühl, unser Markenzeichen. Mir ist das erste Mal wirklich bewusst geworden beim GLS 900 Superblack. Weil wir eine lange Diskussion darüber geführt haben, in welcher Reihenfolge wir eigentlich unsere Steppungen entwickelt haben. Und eines der ersten Muster, die wir entwickelt haben, war die Muschelraute. Genau. Und bis heute das populärste Muster, absolut, mit Abstand, ist die Muschelraute. Also das Muster, was hier in perforierter und in nicht perforierter Form, weil wir natürlich auch den kompletten Boden beledert haben und Perforation, also Löcher, jetzt da keinen Sinn machen würden. Auf im Boden und in den Fußmatten wird sich schlicht und einfach nur der Dreck fangen. Das machen wir es dann natürlich nicht. In den Sitzen, wo wir natürlich Sitzheizung, Sitzkühlung und andere Anwendungen haben, muss natürlich die Perforation immer dabei sein. Beides sieht sensationell aus und beides ist wirklich typisch Brabus Masterpiece inzwischen. Ja, gerade also wirklich, wie du richtigerweise sagst, die Muschelraute war das erste Design, was wir so umgesetzt haben. Auch das erste Mal, was wir wirklich platzierte Perforation umgesetzt haben. Was ja bezüglich Investitionen, Maschinenpark auch damals ein deutlicher Schritt war. Danach kam ja noch auch, ich sag mal, bestimmt 10, 15 weitere Muster. Ja, genau. Auch Themen, die sich nicht so durchgesetzt haben, muss man natürlich auch mal sagen. Also wir hatten ja Sachen, die kamen dann, wie zum Beispiel das Double Cube, wie wir es zum Beispiel im Rolls-Royce gezeigt haben oder in anderen Autos gezeigt haben. Das ist ja auch mittlerweile wirklich eine Konstanz. Absolut. Wir haben auf der Signature Night viele neue Designs auch vorgestellt. Aber das ist eben etwas, das bleibt. Die Kunden fragen es oft an. Sehr und oft. Ich finde auch gerade zu sehr eleganten, luxuriösen Autos wie den verschiedenen Maybach-Modellen, wie im Rolls-Royce oder eben auch so ein Range Rover, ist das auch sehr passend. Wobei man natürlich sagen kann, wir gehen da heute so selbstverständlich drüber hinweg, weil es für uns ja auch im täglichen Doing selbstverständlich ist, das Thema der platzierten Perforation. Wir haben hier gerade bei der Muschelrause 3 verschiedene Lochgrößen. Jedes dieser einzelnen Löcher bei der platzierten Perforation wird mit einer Nochladel einzeln gestochen. Das macht man natürlich nicht in einem manuellen Prozess, sondern mit einer entsprechenden Maschine, die ja insgesamt 6 verschiedene Durchmesser verarbeiten kann und jedes Loch wird durch die Maschine einzeln gestanzt. Du erinnerst dich, dass wir mal einen Termin hatten, wo jemand eine Masterarbeit geschrieben hatte über die Frage, wie wir das Entwickeln der platzierten Perforation so gestalten, dass nicht mehr in der Entwicklung die Löcher einzeln gesetzt werden müssen auf die entsprechenden 3D-Designs, sondern dass über quasi, ich nenne das immer so eine große Kurvendiskussion, also mathematische Gleichung so entsteht, dass in der Entwicklung in jedem einzelnen Bereich, also jeder einzelnen Raute, die Löcher, also gleich viele Einstichlöcher platziert werden und die auch alle gleich groß sind. Das war einer dieser Termine, wo ich mich gefragt habe, wo wir als Marke hingelaufen sind. Aber sehr beeindruckend. Und auch das gehört dazu. Ja, wir haben zum Beispiel im Moment auch eine Masterarbeit laufen. Die beschäftigt sich damit über ein Kamerasystem. Wir sind hier die ganze Zeit mit Kameras umgeben, zu detektieren, ob wir einen Verzug haben bei dem Perforieren und beim Nähen. Das ist ja auch immer ein Riesenthema. Ja. Jetzt ist es natürlich so, wenn man einen Standardprozess hat, dann kann man diesen Verzug irgendwann ermitteln und entsprechend über die Maschinenparameter ausgleichen. Aber weil wir ja mittlerweile auch durch unsere Kunden so viele Variablen haben, der eine Kunde möchte Leder unterschiedlichster Art und Weise, unterschiedlicher Gerbung, unterschiedlicher Dicke umgesetzt haben und da ist eben schon mal die Herausforderung, dass dann die gegebenen Maschinenparameter nicht funktionieren, wir einen anderen Verzug haben. Dann wieder das passiert, was du zum Beispiel vorhin auch schon mal beim Kohlefaser beschrieben hast. Wir stellen es eigentlich erst fest, wenn die Wertschöpfung eigentlich passiert ist, könnten es aber irgendwo zwischendrin
besser detektieren. Und deshalb gibt es im Moment eine sehr aufwendige Masterarbeit zum Thema sozusagen kameragestützte Detektion des Themas Verzugs und dann entsprechende Korrekturen laufen zu lassen. Das ist ein schönes Beispiel für das, was bei uns im Bereich Interieur insgesamt passiert. Denn ich stelle eigentlich zwei Dinge fest. Es wird auf der einen Seite, wird es immer technischer. Also die Interieurs sind in den letzten Jahren massiv aufwendiger und dadurch natürlich auch schöner und reichhaltiger geworden. Dafür brauchen wir Technologie, Maschinen, die wir immer wieder neu bauen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel inzwischen, ich würde sagen, seit 3 bis 4 Jahren mit der Entwicklung des neuen Prägeverfahrens, um das, was wir prägen wollen, mal auf eine neue, besondere Art und Weise abzubilden. Was das ist, dazu kommen wir wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres irgendwann. Und so viele Details wollen wir gar nicht verraten. Das heißt, wir entwickeln 3 bis 5 Jahre an einem singulären neuen Verfahren, in einer singulären neuen Technik zum Thema Interieur. Das heißt, es wird technischer, wir brauchen mehr Maschinen. Wir investieren konstant in diesen Bereich. Und auf der anderen Seite sind die Diskussionen, die wir beide führen, drehen sich eigentlich viel mehr um das Thema Handwerkskunst. Und ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich habe so das Gefühl, wir werden in 3 bis 4 Jahren wieder in so einem Auto sitzen und vielleicht dann wieder über 3, 4 neue Techniken sprechen, die sicherlich das Auto am Ende nicht einfacher machen. Nein, gar nicht. Also, und vor allem, wir dürfen ja Folgendes nicht vergessen. Der Kunde kann es ja nicht nur so nehmen, wie wir es jetzt gerade hier vorfinden. Er kann die Farbe, er kann die Steppung, er kann alles Mögliche bei uns variieren, wie üblicherweise. Ja. Auch das müssen wir ja in der Fertigung über die entsprechenden Qualitätsmaßstäbe und so weiter sicherstellen und umsetzen können. Und wir haben einfach mal, vor einiger Zeit habe ich eine Diskussion geführt mit dem Team, was sich bei uns intern mit der Entwicklung des Konfigurators beschäftigt, was natürlich stark rückgekoppelt werden muss. Also alle Steppmuster, alle Farben, alle Details, die wir in die Autos rein konfigurieren können und die wir standardisiert entwickelt haben, kommen natürlich dann auch in unserem Konfigurator zum Vorschein. Und wir haben heute viele, viele, viele Millionen Permutationen, also Möglichkeiten, Dinge zu kombinieren, sodass eine Konfiguration mit einem Masterpiece-Kunden, wenn du heute dich mit diesem Kunden entweder gemeinsam vor dem PC sitzt oder er das zu Hause macht und wir aus der Firma aus dabei sind, dass du wirklich entspannt damit rechnen kannst, 3 bis 4 Stunden mit diesem Kunden vor dem Programm zu sitzen. Und das ist fast schon zu viel, was alles geht. Weswegen wir natürlich über unsere Masterpiece-Styles auch ganz viel Vorschläge machen und immer ein Profi in so einem Konfigurationsprozess dabei ist, was übrigens auch der Grund ist, warum das jetzt nicht einfach so im Internet verfügbar ist. Genau, du musst das betreuen. Weil wir haben es ja beide schon mal bei Terminen erlebt, dass der Kunde sich nach hinten gespissen hat, mehr oder weniger im Stuhl und hat gesagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich will. So, da musst du wirklich durchgeführt werden und du musst im Prinzip, es ist ähnlich dem Prozess des Hausbaus oder einer großen Küche, die du zusammenstellst. Das ist nicht mit 5 Klicks gemacht. Du musst dir Zeit nehmen, so ein Brabus Masterpiece zusammenzustellen, weil es wirklich unglaublich viele Kombinationen gibt. Und wir natürlich auch bis ins letzte Detail immer noch den One-Off-Gedanken, also das, wenn wir immer noch die sein wollen, die eigentlich nicht Nein sagen. Interessanterweise kommen wir da ja aber auch so langsam wirklich mal an unsere Grenzen, wo dann selbst bei uns die Fertigung sagt, liebe Leute, wäre es nicht vielleicht auch ein bisschen einfacher möglich? Ja, ich spreche ja immer gerne von der gelenkten Individualität. So ein bisschen ohne Vorschläge zu machen geht es nicht. Ja. Aber sicherlich kann man heute mehr machen als jemals zuvor. Ja, natürlich, absolut. Ja. Schönes Auto. Das ist genau der entscheidende Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Schönes Einfach ein Auto. Schönes, hochwertiges Auto. Vor allem, das können wir hier gerade gar nicht rüberbringen, wie toll es hier drin riecht. Und im Resultat, eins meiner Lieblingsdesigns der diesjährigen Signature Night. Wirklich gelungen. Danke ans Engineering, wie immer. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Tech Talk. Bis dann. Freue mich drauf.